Los geht's. Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute das Update mal wieder mit vielen, vielen Themen. Nicht nur mit Mario Hoffmeister und Lars, sondern auch mit anderen als der Lufthansa. Wir haben jetzt sehr viel ja an der Lufthansa abgearbeitet. Wir werden natürlich diesmal auch Lufthansa Group machen, werden aber auch ein bisschen über die Condor erzählen, werden ein bisschen auch gucken, was man so mit einem Airbus A320 und 100 Stunden mit einer Werkzeugspitze machen kann. Das hat uns Jetstar Airways beigebracht. Ansonsten lasst euch überraschen und ihr wisst ja wie immer an dieser Stelle erstmal das Intro. Ich muss mal gucken, wo der Knopf ist. Hier. Und jetzt nach dem Intro wisst ihr ja wie immer, wie es geht. Es gibt ja die vier Sachen, an die ihr denken müsst. Ihr müsst ganz knallhart uns abonnieren, ihr müsst dann liken, ihr müsst kommentieren und ihr müsst die Glocke anmachen. Ich lerne es langsam. Also das sind die vier Dinge, die ihr tun müsstest jetzt direkt, damit Mario und ich glücklich sind. Er guckt schon auch ganz aufgeregt. Genau. Ja, ich finde es wunderbar, dass du es jetzt eindeutig und ohne Probleme reibungslos hinbekommst. Es bessert sich, ich übrigens auch. Ja, ja und dann geht es direkt weiter. Wir haben natürlich noch zwei Ankündigungen. Die erste Ankündigung ist, wir haben einen Stammtisch. Mario und ich werden in Frankfurt am 27. August zugegen sein. 18 Uhr geht es los im Hyatt Place. Meldet euch einfach bei uns in den Shownotes unten. Da sind die Socials oder über WhatsApp, Facebook oder wie auch immer. Und dann zeige ich euch den Link. Genau, ganz wichtig. Und wer es nicht schafft nach Frankfurt am 27., kann gerne am 28. nach Berlin kommen. Da ist es um 18.30 Uhr im Grand Hyatt. Wir werden schauen, ob wir da in die Vox Bar gehen oder ins Jamboree. Also Jamboree ist ja jetzt ein anderes Konzept ein bisschen. Aber müssen wir mal schauen. Also da wird es vom Wetter abhängig sein. Wenn Berlin uns im August beglücken sollte durch hübsches Wetter, sitzen wir draußen. Wenn nicht, dann sitzen wir drin. Aber auch da ist wieder Mario und ich dabei. Und jetzt das allerletzte, bevor wir wirklich in das erste Thema eintauchen, ist, wir haben von euch die Frage bekommen, wie können wir euch unterstützen? Ja, ihr könnt uns unterstützen und zwar Mario möchte Flugreviews machen. Reviews? Flugreviews machen. Eine Flugrevue. Tada! Eine Flugrevue. Ich hab auch noch ein Der war gut. Also wenn ihr Mario im Baströckchen sehen wollt, das ist das Angebot. Da haben wir auch ein Paket bei Patreon. Ihr habt auch unten jetzt den Link zum Patreon. Also insofern schaut euch das mal an, inwieweit ihr uns unterstützen mögt und könnt. Macht uns glücklich. Wir versuchen euch natürlich auch glücklich zu machen. Danke dafür. Jetzt, nachdem wir 3 Minuten versabbelt haben, fangen wir direkt mit dem ersten Thema an. Und was ich am spannendsten fand, war wirklich das Thema von der Austrian Airlines. Die Austrian Airlines testet das leidige Rail and Fly. Heißt also, warum testen? Ganz einfach, dass man das Gepäck wieder abgeben kann. Man fährt von Salzburg oder von Linz, da gibt es bestimmte Züge. Und da gibt es eine Dame, die man am roten Dress erkennt. Ich weiß gar nicht, warum in dem Artikel von einer Dame die Rede ist. Könnte ja auch ein Herr sein. Und ja. Die haben Folgendes vor. Man kommt also mit seinem Koffer. Dieser Koffer wird ja gewogen per Augenmaß, ich weiß es nicht, bionisch. Irgendwie muss man sich das vorstellen, so ein LIDAR-Radar da drin, so wing, wing, wing. Das könnten gefühlte 18,49 Kilo sein. Dann wird das eingetickert, kriegst gelabelt und dann ist das in dieses Fach zu legen, was so betitelt ist für die Austrian. Und man braucht sich darum nicht mehr kümmern. Es gilt nicht für Sportgepäck, für extra schweres Gepäck. Das ist ganz, ganz wichtig. Und es würde halt wirklich auch ein Painpoint wegnehmen, was bei mir immer ist, wenn ich Zug zum Flug höre, weil da kriege ich nämlich Schmerzen, wenn man das wie bei der Lufthansa machen muss, dass man in Frankfurt die Treppe hoch und dann dasselbe abgeben muss. Da hat man ja eigentlich nichts gewonnen. Das sind so die Hot-Infos zu dem Thema. Mario, was sind deine Gedankengänge dazu? Ja, zunächst einmal, die Austrian Airlines hat tatsächlich korrekt gegendert und hat nicht Mitarbeiterin geschrieben, sondern ein Austrian Airlines Mitarbeitender, ja, in roter Uniform kommt auf sie zu. Ich bin ganz begeistert. Gut, wahrscheinlich sind die Kollegen ganz erfahren und schaffen das ganz einfach, den Koffer alleine, wenn sie ihn kurz anheben, zu wiegen. Nein, also
Das Konzept ist wunderbar, auf jeden Fall besser als in Frankfurt, wo man ja im Grunde auch den Koffer oder sein Gepäck dann auch direkt in den Flughafen fahren kann oder schieben kann oder ziehen kann, was immer man will, tragen. Denn ich finde da vom Fernbahnhof, wenn er erstmal hoch ist und dann im Zwischengang, also die paar Meter in den Terminal, schafft man dann auch noch. Nichtsdestotrotz eine gute Sache, das macht die Anreise mit dem Zug zumindest etwas bequemer, finde ich. Ja, absolut. Ein Thema, was natürlich ist, ist, sollte das Gepäckstück schwerer sein als zum Beispiel 23 Kilo, die man ja als Erlaubnis hat zum Beispiel, oder 32 Kilo, dann ist das einfach, sobald es gelabelt ist, gilt es als angenommen. Also das dazu. Schreibt auch hier unten in die Kommentarspalte rein, was ihr davon haltet. Wünscht ihr euch das bei der Deutschen Bahn AG im Zusammenhang mit der Lufthansa, mit der SBB in der Schweiz? Ich persönlich würde es mir wünschen, weil ich finde es richtig toll, dass man gewisse Strecken einfach so macht, weil das ist wirklich echt ein Schmerzpunkt. Ich fliege von Helsinki, von Tallinn oder wohin auch immer nach Frankfurt, muss nach Düsseldorf weiter und dann muss ich mit der Bahn fahren und ich muss mit meinem Koffer auf dem Rückweg dann auch wieder mit der Bahn fahren und muss das dann einchecken. Da habe ich schon keinen Bock drauf. Also insofern eine geile Sache. Dann als nächstes Thema, und das ist halt auch wieder das, was mit Lufthansa verbindet. Die 380er bei Lufthansa sind ja laut Aussage von Carsten Spohr mehr als tot. Sie wissen es auch. Ne? Ja. Es gibt jetzt wieder einen Nächsten, der gesagt hat, wir wollen keine 380er mehr. Und das ist die Korean Air. Die möchte in spätestens 10 Jahren allerdings keinen Passagier mehr im 380er oder in der 747-8 fliegen. Ja, schade. British Airways sagt 5 Jahre. Also insofern, ich weiß gar nicht, was das für eine Headline ist, aber das ist halt einfach nur zur Information, damit, wenn ihr mit dem 380er fliegen wollt, die Fluggesellschaften werden immer weniger und weniger. Und die einzige, die halt aufgrund der Menge da weiterhin fliegen muss, bis Mitte der 30er Jahre, wenn man das richtig aus Dubai gehört hat, ist Emirates. Ne? Emirates, ja. Ja, aber auch die Qantas setzt ja noch ein bisschen auf die A380 und da ist ja auch gerade einer der Qantas-Flieger in Deutschland, in Dresden nämlich. Und der wird dort ein bisschen aufgehübscht, von innen zumindest. Ja, retrofittet, da wird die neue Business Class eingebaut, ja, genau. Es wird ein bisschen Staub gewischt. Wenn nicht jetzt, wann dann? Also insofern ist das der richtige Zeitpunkt. Also daran sieht man, dass Fluggesellschaften doch noch auf den 380er setzen, weil so ein Investment machen die Australier nicht mal eben so aus dem Lameng heraus. Ne? Singapore Airlines hat ja auch wieder 380er in die Flotte zurückgebracht, was uns auch zu einem Thema bringt. Unter gewissen Voraussetzungen gibt es ein reziprokes Einreisemodell für Singapur, was ich auch spannend finde. Ich habe viele von meinen Concierge-Kunden, die gescharrt haben und gesagt haben, ich möchte nach Singapur. So wie ich das verstanden habe, ist es halt so, dass es 4 Tests geben muss. Einen, wie waren das nochmal? Also 2 Tage vor Abflug, dann am Tag des Abflugs, dann nach Ankunft und nochmal nach, also so in der Richtung, nagelt mich nicht drauf fest, weil das Prozedere ist wahrscheinlich denen selber noch nicht ganz klar, aber 4 Tests sind es und man kann sich da dann relativ frei bewegen, muss diese App runterladen, womit man getraced werden kann, vergleichbar mit unserer Corona-App, schätze ich mal. Was mich aber verwundert hat, ist, ich habe keinen Flug mit Lufthansa gefunden. Also das sind dedicated Flüge, die dahin gehen. Das ist, die nennen sich, ich muss das gerade nochmal nachschauen, VTL-Flüge. Und diese sogenannten VTL-Flüge habe ich nur von Singapore Airlines gesehen. Also Lufthansa ist da nicht mit beglückt. Also wenn ihr ein First-Class-Sale-Ticket erstanden habt, was ihr noch umbuchen könntet, Pferde stillhalten ist im Moment noch nicht ganz so spruchreif, ob das mit der Lufthansa dann geht. Mario, hast du ein neues Thema? Ja, nee, aber das sollen ja diese Flüge, die du eben angesprochen hast, diese VTL-Flüge, gehen ja tatsächlich nur mit Passagieren, die einen vollständigen Impfschutz haben. Danke für das Hinweisen, ganz genau, hatte ich ganz vergessen. Also ganz genau, und, nur geimpft. Nur geimpft, und das sind dann sozusagen, da sind dann nur ungeimpft. Eventuell, weiß ich nicht, wenn man Glück hat, muss man da vielleicht sogar nicht mal eine Maske tragen. Ich weiß es nicht. Auch
Ja, wie gesagt, die Leute müssen vollständig geimpft sein und ob es dann bei den anderen Flügen, da muss es dann wahrscheinlich dieses mehr als komplexe Szenario sein, was du da eben schon geschildert hast. Ja, das wird auch sehr, sehr lustig sicherlich. Aber immerhin, es gibt ja die Chance, nach Singapur zu kommen. Das ist ja immerhin schon mal was. Die USA sind ja weiterhin dicht. Ganz Leider. genau, wobei ich aber spannend finde, wo du gerade USA sagst und Maske, die USA haben das Maskenmandat ja verlängert bis nächstes Jahr, Ja. Januar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Heißt also, ich glaube nicht, dass man mit der Maske ja, sich in irgendeiner Art und Weise bald verabschieden kann. Also selbst als Geimpfter stellt sich ja heraus, wenn man Studien trauen darf, Israel und so weiter, dass die Virenlast ja trotzdem da ist und das ist natürlich dann ein Riesenproblem und deshalb wird man halt diese Maske tragen müssen. Ich selber werde morgen auch mit der Ja. Finnair fliegen, die ja seitdem auch dieses Maskenmandat hat, aber nicht mehr so eine Maske, die man halt so wie heißt das nochmal, Community Mask, sondern es muss eine FFP2 oder eine chirurgische Maske sein. Also insofern werde ich die dann weiter tragen. Ja, apropos USA, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Die Condor, die bekommt ja neue Flugzeuge, auch dringend nötig. Die A330 Neo, und die sollen tatsächlich dann schon nächstes Jahr im August fliegen. Und eventuell dann natürlich auch hoffentlich dann wieder in die geöffneten, bis dahin wieder geöffneten USA. Also 16 Stück, soweit ich mich erinnere, haben die ja bestellt. Und ja, die sollen dann schon nächstes Jahr im August kommen. Das heißt also, Teile des Sommergeschäfts können dann theoretisch schon mit der A330 Neo gemacht werden. Ich bin sehr gespannt. Und vor allen Dingen auch, wie sie dieses Flugzeug dann mit einem eventuell neuen Bordprodukt ausstatten, wenn Ja, das das neue geplant Bordprodukt. ist. Ja, also ja, es muss ein neues Bordprodukt kommen, weil das, was sie ja haben, ist ja eher, ja, also es ist noch nicht mal eine Business Ja. Class, sorry, aber das ist halt Nee. so, da kannst du sagen, was du willst. Aber wie gesagt, ich finde das super, dass die Neos kriegen. Die haben ja damit auch einen direkten Counterpoint gegenüber der Eurowings Discover, die ja mit etwas älteren Buden durch die Weltgeschichte fliegen. Die haben ja keine Neos, was ich dann beim nächsten Thema wieder spannend finde, ist, die Condor hat ja gerade beim Wettbewerbsaufsicht auf, wie heißt das mal, Trade irgendwas, Tradebude da, ich sag das jetzt mal so, Wettbewerb. Ja. Gewerbeaufsichtsamt oder so. Also auf jeden Fall haben sie sich beschwert, dass die Eurowings Discover da hinkommt. Warum? Ganz einfach deshalb, weil die Lufthansa die Marktmacht hat. Die haben ja eine exorbitante Zahl von fast 80% der Flüge mit der Starlines Marktbeherrschung und mit der Eurowings kommt es noch mehr. Also insofern hat die Condor da ja auch versucht, dem einen Riegel vorzuschieben. Lufthansa bügelt das Ganze natürlich ab unter Eurowings und sagt, hey, ja, Quatsch oder so. Halte ich nicht für Quatsch. Ich finde das spannend, dieses Rennen zwischen Eurowings Discover und Condor. Und gerade weil die Condor ja gesundet ist und der Thekentrop hat sich ja da richtig gepreidet und hat sich ja bei den richtigen Leuten bedankt, also bei dem Personal, die mit Lohnverzicht und mit anderen Mitteln logischerweise die Condor wieder auf den Pfad der Tugend gebracht haben mit einem Investor, der auch die A330 Neos möglich gemacht hat, haben sie wirklich gegenüber der Eurowings, wenn sie es richtig machen, in meinen Augen einen guten Start, weil zuverlässigere Flugzeuge, die 330er der Eurowings Discover waren ja nie so zuverlässig, aber auch wenn das Produkt besser ist, dann kann man den Leuten halt wirklich das empfehlen. Als kleinen Hinweis noch fällt mir gerade ein, worüber sich die Condor natürlich beschwert, ist ja auch, dass die Zubringergeschichte ab nächstes Jahr im März, glaube ich, läuft das aus bei der Condor mit der Lufthansa, dass sie das auch nicht so toll finden. Sie würden aber eventuell die Klage irgendwie zurückziehen, wenn sie weiter die Zubringer von der Lufthansa kriegen. So ist das ungefähr gemacht. Ja, also ich denke, das ist sozusagen die Fortsetzung dieses Geplänkels, was ja jetzt schon seit einigen Monaten da läuft zwischen der Condor und der Lufthansa. Der eine will nicht mehr die Passagiere des anderen mitnehmen und dafür meint die Condor der Lufthansa vorwerfen zu müssen, dass sie ihre Monopolstellung da am Frankfurter Flughafen ausnutzt. Wir werden mal sehen, wie es ausgeht. Vielleicht einigen sich die beiden Fluggesellschaften ja. Meines Erachtens wäre Platz für beide, wenn sie beide es ganz geschickt machen. Aber es ist klar, es ist ein Verdrängungswettbewerb und ja, wir werden sehen, wie es ausgeht. Ja, es ist ein Wettbewerb, der wirklich nur durch Verdrängung geht.
ganz einfach und es ist in der Tat spannend. Die Lufthansa hat ihre Position innerhalb von Deutschlands, aber auch Indiens etwas ja, geschwächt, muss man jetzt sagen. Mario guckt ganz aufgeregt, was will der dicke Mann im orangen Shirt mir erklären? Es geht um die Lounges. Das wurde ja letztes Jahr schon erklärt. Wurde ja letztes Jahr. Ja, ich weiß gar nicht, also es ist ja heute im Forum panikartig diese Message rumgegangen, dass die Leute keine Lounge mehr haben. Und das war der Spiegelartikel, der da zitiert worden ist. Das war Köln, Bonn, Leipzig, Halle, Nürnberg, Dresden, Bremen und Neu-Delhi, die das Nachsehen haben. Die Ja, Gründe aber dafür sind ja auch klar, oder? ja, irgendwie war doch das schon während der Corona-Zeit klar, dass etliche Lounges der Lufthansa nicht mehr aufmachen werden. Und das waren immer die genannten. Also Bremen, Dresden, Köln, Bonn, Leipzig, Nürnberg. Gut, bei Delhi, das war mir jetzt neu, aber die an den kleinen Standorten sollen halt nicht wieder aufmachen. Ja. Ich kann es ein Teil oder ich kann es ein bisschen nachvollziehen, aber ja, es ist halt, wie es ist. Ja, also ich kann es nachvollziehen, weil man sieht ja in Nürnberg gibt es ja quasi nicht mehr den Flug Nürnberg-München in der Form, Ja. was ja einer der Hauptflüge war, dafür kommt der Bus. Aber auch Flughäfen werden ja weniger angeflogen. Gibt es Bremen überhaupt noch einen Flug? Gibt es überhaupt noch einen Flug nach Halle und so weiter? Werden die wiederkommen? Friedrichshafen ist zwar angeklemmt worden, aber ist das Aufkommen hoch genug, um da eine Lounge zu rechtfertigen? Und das glaube ich nicht. Und Nee, das war genauso in Paderborn. Ich glaube, ich bin einmal von Paderborn nach Frankfurt oder München geflogen. Das ist ja, da kannst du ja irgendwie direkt vom Terminal parken oder noch kostenlos irgendwie. Das ist ja, also da kann ich das auch gut nachvollziehen. Da muss es keine Lounge sein. Ich denke mal, ein Flughafen mit einer Lounge der Lufthansa innerdeutsch, da müssen mindestens Flüge nach Frankfurt und nach München gehen, damit sich das irgendwie lohnt und der eventuell noch der ein oder andere Eurowings-Flug, wo dann eventuell auch ein Statusgast diese Lounge nutzen kann. Ansonsten, wenn da zwei, drei Leute sind und da auch wirklich nur die ganz kleinen Flugzeuge landen, das lohnt sich wirklich nicht. Also das, ich glaube, da hat aber auch jeder Fluggast oder jeder Statuskunde für Verständnis. ja, London City gibt es ja auch keine Lounge, da gab es ja auch den Nee. Voucher, ich erinnere mich. Ja. Ansonsten, wenn sie eine Lounge machen, so in Linz zum Beispiel, ist das ja eine Lounge für alle. Also jeder, der in Linz abfliegt, kann in dieselbe Lounge vom Flughafen. Das ist eine Lösung, die ich top finde. Da braucht man auch keine eigene Lufthansa-Lounge. Wobei es ja auch gerüchteweise in Köln da eine Lösung geben soll. Wer es noch nicht gehört hat, die FCT, das First Class Terminal, ab 1. September macht auf. Am letzten Augusttag trifft man sich zum Putzen. Wer also fegen möchte, kann zur FCT gehen. Aber schauen wir mal, wie das wird. Also ich glaube, das Angebot, und ich hatte das ja letztes Wochenende ausgenutzt, die FCL im A-Bereich, die war super. Im B-Bereich in Frankfurt, davon rede ich, vom Frankfurter Flughafen, da gibt es keine, da kommt man in den Senator Lounge und da hat man halt diesen abgetrennten Bereich. Und ich fand das Personal sehr, sehr, wie heißt das im Englischen, helpful, im Deutschen sehr Aufmerksam. aufmerksam und hilfsbereit. Ja. Und ist natürlich keine Top-Lösung, aber ist besser als nichts, weil man muss ja auch ganz ehrlich sehen, was es da an Aufwand braucht, um für ein paar People das dann zu machen. Wien gibt es ja auch wieder den Flughafen-Fahrservice für die Horn Circle zum Beispiel. Also insofern, das ist auch wieder gesichert. Also insofern, auf breiter Front geht es weiter nach vorne und die Zahlen steigen ja nach oben. Ganz wichtig, kommentiert das Ganze einfach mal, was ihr von den Lounge-Regeln haltet, was ihr davon haltet, was wir euch erzählt haben mit der Lufthansa. Auch, dass die, ja, wie sollen wir es sagen, die Erwartungen der Kunden verbessert werden können, beziehungsweise besser bedient werden können. Fast-Tracks kommen ja auch zurück und so weiter und so fort. Ich habe teilweise die Fast-Tracks gar nicht vermisst, weil ich meine, du warst eh schnell am Flugzeug. Das war so. Ja, Wobei Frankfurt kann schon hart sein ab und zu mal, ne? selbst mein kleiner Ausflug von Hannover über Frankfurt nach Kreta. In Hannover werden gerade auch alle Ferienflieger vom Terminal A abgefertigt. Und um die Zeit war da ein sehr hohes Aufkommen. Und dann stand man
tatsächlich mit einigen Dutzend, wenn nicht mehr, in der doch sehr langen Schlange. Und das hat zum ersten Mal dort länger als 20 Minuten gedauert. Das war auch eine ganz neue Erfahrung, aber das ist halt so. Ja, also insofern, da haben wir, denke ich mal, jetzt Fortschritte und ich bin mal ganz gespannt, wie der Service läuft. Gerade für Frankfurt freue ich mich für die Leute, die die FCT benutzen, weil das wirklich mit dem First-Class-Erlebnis nicht zu toppen ist. Also insofern super. Der Haben wir noch ein Thema? Chauffeurservice, der ist Oh. dann auch wieder da, nicht? Ja. Dort. Du kommst ja vom Terminal sonst nicht weg. Also du kannst ja nicht mal eben wieder Eben. zum Dings tippeln. Also da gibt es den Limousinentransfer. Abfliegend ist ja nie ankommend gewesen, außer ganz am Anfang in Ausnahmefällen. Hast du noch ein Thema zum Abschluss, wenn ich ganz nah rankomme? Vielleicht. Oh, ganz nah. Ach Gott, es gibt da so viele Themen, aber keins, was mir so richtig auf den Nägeln brennen würde. Gibt es noch was, was du gerne loswerden möchtest? Ja, Cathay Pacific investiert wieder in eine neue Kabine. Also, sie wollen die 777 nochmal in die Das X eine stimmt, neue ja. Kabine einbauen. Das ist etwas, was ich Das war mir jetzt spannend so weit finde. weg. Es Das war ist mir so jetzt weit so weit weg. weg, so weit weg. Das stimmt. Weit weg. Ja. Das ist etwas, was ich toll finde. Also, ich finde das immer toll, wenn neue Kabinen kommen. Wollte ich halt einfach nur erwähnt haben. Wir sind ganz aufgeregt. Aber wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, wie Mario und ich den Flug bewerten und zwar keine Review machen im Baströckchen, sondern ein Review machen, wie das auf Neudeutsch heißt, dann spendet doch einfach über Patreon, damit ihr Mario vielleicht doch im Baströckchen seht. Und ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, ihr wisst ja, subscriben, liken, kommentieren und Glocke an. Das sind die Dinge, die ihr tun müsst. Und wir freuen uns, wenn ihr uns persönlich treffen wollt, entweder in Frankfurt oder in Berlin, 27. 28. August. Jeweils, das wäre das von mir für heute. Also danke, dass ihr dabei wart. Mario? Ja, ich bedanke mich auch und immer dran denken. Ich habe noch einen Koffer in Berlin. Eine Berlinreise lohnt sich ja immer, aber auch Frankfurt ist natürlich schön. Ist nur etwas gefährlich, wenn man am Flughafen steht. Man bekommt schnell Fernweh und wir wissen ja, überall kommt man leider noch nicht hin. Bis dahin alles Gute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und vergiss den Remover-Koffer nicht, damit wir in Berlin reparieren können. Bis dann. Also, ciao. Natürlich.